Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Hof Bergmann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, in dieser Folge wollen wir natürlich uns wieder drum kümmern um unseren Käse bzw. unsere Käseproduktion und später werden wir dann noch zur BGR fahren und dort unsere Energie verkaufen. Gut, tanken wir jetzt erstmal die Tanks hier wieder voll. Einen habe ich schon voll gemacht. Jetzt ist der nächste dran. So. Machen wir das Ganze hier noch in den Tanks rein. Und dann können wir eigentlich hier schon 4000 Liter ist hier schon drin. Und hier kommt noch der Rest. Machen wir das Ganze schon mal ein bisschen wieder befüllen. Und da kann die Produktion von unserem Käse natürlich gleich weitergehen. So, haben wir noch ja, drei Eimer rein. Und dann kann die Maschine erstmal hier wieder laufen. Läuft ja eigentlich auch bei uns immer. Also, es ist schon so eine kleine Massenproduktion hier, was wir hier machen. Käse. Jetzt natürlich auch gutes Geld hin und wieder, wenn der Chor stimmt. So, hier nochmal. Ja. Gut, das soll erstmal reichen. Den Rest mache ich dann später. Schalten das Ganze hier wieder ein und dann kann hier die Produktion auch gleich weitergehen. Bin ich ja mal gespannt, wie das dann natürlich auch ist mit dem Ziegenkäse. Das ist ja auch so eine interessante Sache. Haben wir noch nie gehabt bis jetzt auf unserem Hof. Also werden wir mal schauen, wie das Ganze hier dann wird. Natürlich auch, wie da so die Kurse sind. Das ist natürlich auch interessant. Ob wir dafür mehr Geld bekommen als wie für den normalen Käse mit Milch oder ob das so ein bisschen gleich ist, die Bilanz dazu. So, fangen wir mal den hier ein bisschen weg und schauen hier nochmal kurz rein. Ja, hier läuft alles soweit, das haben wir alles erledigt. Ja, hier kommt dann der Ziegenkäse beziehungsweise hier wird dann Ziegenkäse produziert und hier kommt halt Ziegenmilch rein. Ja, soweit läuft das gut. Haben wir erstmal erledigt. Dann geht es hier weiter. Haben wir ja noch ein bisschen Milch drin. Und dann würde ich sagen, stellen wir erstmal uns den Hänger hier hin. So. Und das jetzt eigentlich auch umladen. Ja. Dann wäre das auch gleich weg. Können wir das hier gleich wieder ja auch noch auffüllen. Ja. Passt. Ja, hier müssen wir auch mal wieder weitermachen. Butter produzieren. Und das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen wieder in Angriff nehmen. Und natürlich müssen wir uns auch um unsere Felder kümmern. Ups, jetzt habe ich da voll gemacht. Ja, so war eigentlich nicht der Plan. Aber egal. Lassen wir das mal hier stehen, das Ganze. Und hier, wie wir ja schon sehen, also Mist haben wir hier ohne Ende. Also das ist schon komplett hier voll. Da geht auch schon gar nichts mehr. Großartig. Und da müssen wir uns echt Gedanken machen, ob wir das verkaufen. Es gibt ja nicht viel Geld. Oder ob wir dann langsam schon mal arbeiten und uns die ja, Gewächshäuser holen, um daran Obst zu produzieren oder zu pflanzen. Das werden wir mal sehen in den nächsten Folgen, wie wir das Ganze hier machen. So, ich stecke mal hier ein, unseren John Deere. Und
Schauen wir mal hier nochmal schnell rüber. Schauen hier unten nochmal. Was jetzt hier noch so ansteht. Ich glaube, hier müssen wir auch noch den Schweinen noch Wasser geben. Und unsere Hühner brauchen auch noch Wasser. Ja, das können wir eigentlich jetzt noch gleich machen. Ja, haben wir noch einen Hänger. Beziehungsweise, hier haben wir ja noch ein Fass. Dürfte ja auch noch was drin sein. Ja. 98% Wasser. Dann können wir Schwein hier gleich Wasser geben. Ja, das war ein Stückchen zurück. So. Und dann machen wir hier noch das Tor auf. Und fahren einmal hier rein. Ja. Jeder Schwein hier natürlich. Wie sich das anhört, ne? Fahren wir einmal hier rum. Und dann können wir das Ganze hier auffüllen wieder bei den Schweinen. Machen wir das Tor gleich wieder zu. Und dann fahren wir noch schnell zu dem Hühnern. Geben den auch noch Wasser. Dann haben wir natürlich das auch, was man hier erledigt auf unserem Hof. Dann das Ganze hier weitergehen. Hier müssen wir nochmal ein bisschen korrigieren hier das Ganze. So, nochmal ein Stückchen hoch. Jetzt. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt los zur EGA. Das machen wir ab. Und dann geht's los zur EGA und kaufen dort unsere Energie. Und da bin ich echt mal gespannt, was wir da wieder für Preise rausbekommen. Und werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen werden wir auch mal wieder Gras mähen müssen, da natürlich EGA natürlich auch schon einige Waderballen Silage gefressen hat quasi. Und das Ganze müssen wir natürlich auch wieder ein bisschen vorbereiten, damit wir auch genug haben, damit wir auch weiter die BGA richtig füttern können. So, fahren wir einmal hier rein. So. Dann schauen wir mal, was uns der Tag heute so bringt. Wie viel Geld wir jetzt bekommen. .335.855. Ja, das ist doch nicht schlecht eigentlich. Mal gleich wieder zumachen. Und schalten hier die BGA gleich wieder an. Damit die natürlich auch gleich wieder Geld verdient hier für uns. Alles voll. 30.000 Liter. Und ja, hier sieht es langsam ein bisschen knapp aus mit Silageballen. Und deswegen werden wir demnächst wieder Gas mähen müssen, um hier das Ganze aufzufüllen. Gut, fahren wir zurück zum Hof. Die BGA läuft. Das ist super. Das ist quasi unsere, ja, irgendwie schon eine kleine Geldmaschine irgendwie. Wenn natürlich auch die Preise richtig stimmen, die Kurse. Und das ist eigentlich
Ganz klasse. Und vor allem, es geht eigentlich auch schnell. Es dauert schon ein paar Tage, bevor die BGA wirklich 100% voll ist. Aber das kann man ja, wie gesagt, immer mal so ein bisschen nebenbei machen und das Ganze befüllen. Unsere Felder müssen wir auch abernten. Da wird es auch langsam Zeit und das werden wir auch in den nächsten Folgen gleich machen, dass wir da auch das gleich erledigt haben. Gut, sind wir eigentlich soweit durch. Haben wir schon wieder was geschafft. Perfekt. Gut, das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert auch meinen Kanal, lasst natürlich auch ein Däumchen da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten und ich bin raus. Tschüss, macht's gut.